Hey Leute, was ist ab und willkommen hier zur ersten Folge von Let's Collect Panini Football 2020 Premier League, Leute. Ich habe mega Bock auf die Serie. Ihr kennt das Let's Collect Format. Ich werde jeden Tag ein paar Stickertütchen öffnen, die Sticker sortieren und die Sticker mit euch gemeinsam im Sticker-Album einkleben. Also das, was ihr euch gewünscht habt, ihr wolltet mehr Mappen-Updates heute. Ja, geht's los mit Let's Collect, Leute. Let's Collect. Ich hatte das letzte Let's Collect, glaube ich, zur WM 2018 gemacht. Also schon 2 Jahre ist das Ganze her, Leute. Und ich habe mega Bock. Und ich möchte Let's Collect auch nur mit Serien machen, wo ich das Gefühl habe, ja, da habe ich auch alleine mega Bock drauf. Und zur WM war es so und zu dieser Sticker-Serie habe ich auch einfach mega Bock, das Ganze durchzuführen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir vielleicht auf die erste Folge hier mit der Hashtag Packs Army gemeinsam die 500 Däumchen raushauen, Leute. Haut mal raus, let's go. Ich habe hier heute die ganzen Sticker, die ich vorhin ausgepackt habe. Ich habe nämlich vorhin schon 10 Stickertütchen so ausgepackt. Hier habe ich die Sticker sortiert und ich habe auch schon ein paar Sticker in diesem Stickerheft. Ich werde es euch einmal ganz kurz zeigen. So sieht es aus. Hier vorne Welcome, keine Ahnung, welche Sticker hier hinkommen. Wahrscheinlich das Premier League Logo, kann ich mir vorstellen. Dann geht es hier nämlich los mit den Mannschaften, die natürlich in der Premier League spielen. Hier aufgezeichnet mit der England-Karte, sage ich mal. Richtig geil gemacht, finde ich. Und hier kommen dann halt solche Sticker hin. Hier habe ich schon gestern privat eingeklebt. Ich hatte einfach Bock, ein paar Stickertütchen zu rupfen und die einzukleben. Hier hatte ich das Manchester United Logo mit den 3 Spielern. Mit Marta, De Gea und ich weiß nicht, wer der dritte Spieler ist. Ist ja auch egal. Dann geht's halt los mit den einzelnen Mannschaften. Hier Bournemouth ist die erste Mannschaft. Dann hat man auch nochmal eine extra Seite zu den Mannschaften hier. Mit dem Mannschaftsfoto, mit dem Schlüsselspieler, mit dem Trikot, mit dem Captain, mit dem Stadion. Ein Stadionsticker habe ich noch nicht einmal gezogen. Leute, ich habe keinen Stadionsticker gezogen. Ich weiß nicht, wie die Stadionsticker aussehen. Und mit dem Powerpaar. Also mit dem Powerpaar. Genau, und dann halt die einzelnen Mannschaften, hier Arsenal, Özil habe ich beispielsweise hier schon eingeklebt. Hier unten haben wir einen Martinelli. Also einfach, ich bin sehr hyped auf diese Serie. Ich finde, es ist alles gut aufgebaut. In der Mitte hat man dann auch noch, finde ich das jetzt auf die Schnelle? Finde ich natürlich nicht auf die Schnelle. Mann, wo ist denn das? In der Mitte hat man auch so eine... Hier, Legends, Leute. Legends, und da habe ich schon einen Sticker und das ist nämlich Michael Owen. Dann gibt es hier auch noch, wer ist das hier noch alles? Es gibt noch den Playmaker Award, den Golden Glove Award, also den besten Keeper. Dann hat man den Golden Boot, also den Torschützen. Wen hat man hier noch als Legende? Das ist doch hier dieser, wie heißt er? Mann, Hargraves? Ist das Hargraves? Nee, doch. Nee, Gary Neville ist das, Gary Neville. Da hat man hier die ganzen Elite, Leute, guckt euch diese Seiten an. Also wirklich heftig. Und hinten hat man dann auch noch die Transfers von Sky Sports, Leute. Und das sieht einfach mega aus. Das sieht einfach 1:1 wie Sky aus. Ist ja auch in Zusammenarbeit mit Sky. Mega geil. Ich hoffe, dass ich dieses Transfer-Update-Pack dann noch bekomme. Ab März 2020 soll das erhältlich sein. Weil die Sticker brauche ich dann natürlich ebenfalls. Jawolski, wir starten mit den Stickern, die ich vorhin schon geöffnet habe. Und gezogen habe. Ich habe sie alle nach Nummern sortiert. Hier haben wir Burnley als Logo und mit den 3 Spielern. Und ich will natürlich alle Sticker ordentlich einkleben. Deswegen kann es auch mal sein, dass ich hier aus der Facecam verschwinde, weil ich mich hier hin und her bewegen muss, Leute. Ich mache Sport. So. Erster Sticker. Der sitzt doch direkt mal wunderbar, Ski. Dann haben wir die 11, Leicester. Die 11, die 12 haben wir auch noch von Liverpool. Ich muss mal das Stickerheft ein bisschen runterschieben. So. Obwohl, nee, der muss raus. Der Ball da links gefällt mir gar nicht. Ich guck's mal mit dem Ball, dass der Ball ordentlich sitzt. So sitzt der Ball ordentlich. Hier muss man aufpassen. Also bei diesen Stickern muss man echt... Da muss man schon fast studiert haben, um die Sticker gut einzukleben. Aber der sitzt auch gut. Dann haben wir die 12 mit dem FC Liverpool mit Sadio Mane und Co. Sadio Mane, Oxlade-Chamberlain und Robertson. So, da haben wir aber keinen Ball links an der Seite. Da muss ich nur unten aufpassen, dass ich das gut einklebe. Und das sieht gut aus und das ist auch perfekt. Omatico, mehr Sticker habe ich jetzt hier vorne erstmal nicht. Dann machen wir weiter mit den einzelnen Mannschaften. Nämlich dem AFC Bournemouth mit Nathan
Ake, hier die 28. Und ich habe es ja vorhin schon beim Unboxing gesagt, die Sticker sind einfach qualitativ hochwertiger als andere Sticker, die man sonst so kennt. Und nicht nur wegen der Qualität gefallen mir die Sticker sehr gut, sondern auch vom Design her, so was man alles einkleben kann, die Trikots, dass man die einzeln abziehen kann, finde ich einfach geil. Stay safe hier mit der 31 und ich habe einfach mega Bock, das ganze Format mit euch täglich durchzuziehen. Ich hoffe, ihr seid auch täglich am Start. Sagt euren Freunden Bescheid, Joshua King. Und das Beste ist ja, diese Sticker kann man sogar jetzt auch in Deutschland bekommen. Joshua King ist in dem Heftchen. So, machen wir noch weiter mit Burnmouth? Ich glaube nicht. Wir machen weiter mit Arsenal. Da haben wir Ceballos. 63, der kommt dann hier unten in, der Kollege. So. Und für mich ist es nicht ein Zwang, aber für mich ist es ein Muss, die Sticker ordentlich einzukleben. Ich kann es nicht leiden, wenn die Sticker kreuz und quer eingeklebt werden, Leute. Wenn die beispielsweise irgendwie so mit so einem weißen Balken da... Das geht nicht, Leute, das kann ich nicht. Das geht in meinem Köpfchen nicht rein. Alexandre Lacazette. Wenn ich sammle, möchte ich natürlich ordentlich sammeln. Ist ja ganz klar. Nicolas Pepe mit der 72. Zack, ist auch im Heft. Dann machen wir aber weiter mit der 82. Das ist der Keeper von Aston Villa, Tom Heaton. Heaton. Konze habe ich hier schon drin. Wie gesagt, ich habe ein paar Sticker schon einzeln eingeklebt. Da oben mit der 81 könnt ihr sicherlich erkennen, da kommt nämlich das Logo noch hin. Und ein Logo müsste ich, glaube ich, auch gezogen haben. Ich glaube, ich hatte das Crystal Palace Logo vorhin gezogen. Wenn ihr das Unboxing sehen wollt, wie ich die Tüten aufreiße, könnt ihr gerne da vorbeischauen. Das Video ist vorhin online gekommen. Beziehungsweise ich reiße heute auch noch ein paar Sticker-Tütchen auf. Ich denke mal, drei Tütchen werden wir dann am Ende noch aufreißen oder zwei. Genau, hier der erste Powerpass-Sticker von Aston Villa. Der sieht auch richtig cool aus. Der kommt hier unten rechts hin. In die Ecke, Besen. Seid's gewesen, komm. McGinn und Harry Hayne oder wie der Typ ausgesprochen wird. Und der ist natürlich auch ordentlich drin, Leute. Das sieht einfach geil aus. Ich bin schon gespannt. Es wird natürlich ein bisschen dauern, bis ich das ganze Heft voll habe, ist klar. Aber ich versuche natürlich mein Bestes. So, bam. Dann haben wir die 135 Captain von Brighton. Der kommt dann hier unten hin. Was mir leider fehlt, das ist wirklich der einzige oder einer der wenigen Minuspunkte, die ich habe bei der Serie. Trainersticker. Trainersticker gibt es nicht. Der Trainer ist hier schon mit einfach quasi im Heft. Das wäre nochmal geil gewesen, wenn es den Trainer auch nochmal als Sticker gegeben hätte. Das würde ich auch cool finden. Genau, und nochmal was zusätzlich Cooles würde ich finden, wenn, sage ich mal, auf dieser Seite hier, hier hat man ja schon einen Spieler raufgedruckt worden. Sag mal, hier ist ja ein Spieler zu sehen, Tarkowski. Wie cool wäre es, dass, wenn man hier den Spielerkopf drauf hätte und den Spieler, zack, hier oben hinklebt. Das wäre doch auch cool, oder? Also, wenn man nur den Spielerkopf abziehen kann und den, also finde ich cool. Und ich glaube, das gab es schon mal in einer Sticker-Serie. Zur Bundesliga von Panini 2004, 2005 oder irgendwie so gab es schon mal solche Art von Stickern. Und ich weiß nicht, wieso es diese heutzutage nicht mehr gibt. Ich finde das einfach nur mega, mega cool. Hier, der Captain von Burnley habe ich eingeklebt. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Von Chelsea habe ich schon sogar vier. Guckt euch das an. Azpili, Barclay, Loftus-Cheek, Abraham und Kurt Zuma kommt jetzt auch mit dazu. Also ich glaube, ich hab gestern 6 oder 7 Tüten alleine schon geöffnet und die einfach eingeklebt, weil ich einfach Bock hatte. Und da kam mir nicht die Idee, aber da habe ich irgendwie so das Gefühl bekommen, ich habe mega Bock auf ein Let's Collect. Zack, zack, so 197 Crystal Palace. Da haben wir das Logo. Und das kommt dann halt immer oben links in die Ecke. 218 haben wir Christian Benteke. Der belgische Angreifer. So, dann machen wir weiter mit dem Trikot, Leute. Das erste Trikot, welches wir hier heute einkleben. Ich glaube, das war auch das einzige Trikot, was ich gezogen hatte von Crystal Palace. Schade, dass man nicht alle Trikots einkleben kann, aber wenigstens kann man das Heimtrikot einkleben. Und das will ich natürlich
auch ordentlich im Heft haben. Ist das ordentlich? Das, ja, das sieht ordentlich aus. Crystal Palace Trikot. Und man sieht nämlich, man sieht nicht den Unterschied, ne? Oder? Sieht man, seht ihr den Unterschied, ob das jetzt eingeklebt worden ist oder nicht? Man könnte denken, dass ich den auch eingeklebt habe, oder? Habe ich aber nicht. Habe ich aber nicht. 276. Wir skippen mal nach vorn zu Leicester. Da habe ich nämlich Ian. Hier ein Mannschaftsfoto, welches ich schon gestern privat eingeklebt habe. The Citizens habe ich doppelt. Was da los? Was ist da bitte schon los? Dann habe ich von Newcastle den Spieler, den ich nicht aussprechen möchte, weil ich den sicherlich eh falsch ausspreche. Alan Saint-Maximin. Maximin. War das richtig? Ich weiß es nicht. So, Joey Linton. Einer der geilsten Sticker für mich. So mit diesem Blitzen, mit dem Premier League Blitzen, die hat man auch hinten im, auf dem Album nochmal drauf. Zeige ich euch gleich.
nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ups. Ist auch nochmal immer die Formation mit abgebildet. Von dem jeweiligen Club. So, die 515. Daniel Ndlundulu. Ndlundulu. Lustiger Name, ich weiß. Ndlundulu hatte ich vorher auch nicht gekannt. Der ist 99 geboren. Der ist einfach 3 Jahre jünger als ich. Und der spielt bei Southampton. Der hat's geschafft. Noch in den Packs haben werden. Ich habe ja gesagt, ich öffne noch ein paar und ein paar sind 2 Sticker-Tütchen, Leute. Mal gucken, was ich hier noch bekommen werde. Ab morgen dann mindestens, ich sag mal so, mindestens 5 Sticker-Tütchen öffnen wir dann ab morgen. Genau. Aber jetzt hier nochmal bam bam. Let's go. Mal gucken, welche Sticker wir hier so noch bekommen. Daryl Janmaat, Außenverteidiger von Watford. Dann, oh, das erste Stadion, die Anfield Road aus Liverpool. Richtig geil. Richtig geil, Leute. Mein erster Stadionsticker. Oh, und mein erster. Oh, der Panini Football. Alter, geil. Was ist das denn für ein Pack hier? Und Guendouzi auch noch von Arsenal. Diop von West Ham. Und das ist die. Ups. Das ist der Sticker Nummer 2. Okay, also hat man das Panini-Logo mit diesem Panini-Fußballer, mit dem Panini-Seitfallzieher auf Sticker Position 2. Aber was hat man dann auf Position 1, das Premier League Logo, kann ich mir noch gut vorstellen. Mal gucken, vielleicht ziehen wir das sogar im zweiten Pack hier. Billy Sharp von Sheffield. Tom Tribull von Norwich. Oh, Elite KDB. Tip, 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 KDB. Richtig geil. Dann noch Alzate von Brighton und Buendia von Norwich. Komm, ich sortiere mal ganz kurz. 553, so, so, so. So, so, 323 kommt denn davor, 132 und die 448, so. Dann werde ich die 10 Sticker, die ich eben nochmal geöffnet habe, auch nochmal einkleben, ist ja ganz logisch. Hier den Panini Seitfallzieher, der soll natürlich ganz ordentlich ins Heft sein, im Heft kleben. Und der klebt auch ganz ordentlich im Heft. Okay, okay, okay. Da höchstwahrscheinlich das Premier League Logo. Genau weiß ich es aber leider nicht. Guendouzi, der neue David Luiz. Er ist auch genau neben David Luiz platziert. Der spielt ja auch bei Arsenal, der Locken-Tingeltangel-Luiz. Hier Guendouzi und da kommt David Luiz hin. Ja, moin. Also 132. Steven Alzate von Brighton. So, dann die 312, die 312, da springen wir nach vorne, da springen wir nämlich zum FC Liverpool und da haben wir die Anfield Road, das Stadion von Liverpool, einfach mega, mega geil. Geil wäre noch so ein goldener Rand gewesen, finde ich. Weil hier die Umrandung ist ja Gold bei im Heft, aber so ein goldener Rand bei dem Sticker wäre nochmal ein Träumchen gewesen. Ein Träumchen. So, die 323. Elite-Spieler Kevin De Bruyne.
Und wenn dieser Sticker nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. So, ganz ordentlich. Sei bloß vorsichtig. Der ist vorsichtig eingeklebt worden von mir. Ist ordentlich im Heft. 448. Norwich City. Emiliano Buendia. 448. Dann haben wir noch... Oh, wir haben zwei Norwich-Spieler gezogen. Sehe ich ja hier gerade mal. Buendia. Und dann haben wir noch Tom Twybull. Der deutsche Spieler. Tom Twybull. Ist in Berlin sogar geboren. Ja, moin. 450. War das jetzt richtig? Ja, war richtig. Nochmal ganz kurz geschickt. Checkity, checkity, check. So, Tom Twybull ist im Heft. Dann haben wir Billy Sharp, der Captain von Sheffield, so wie ich das sehe. Können wir nochmal ganz kurz checken. Hier der Captain und... Ja, Sharp ist der Captain. Also, der Captain ist auch nochmal Glitzer. Gemacht worden, sage ich mal, von Panini bei den einzelnen Porträts. So, Watford haben wir ja Janmaat gezogen. Janmaat, Leute, ich freue mich jetzt schon auf morgen, ohne Spaß, ne? Ich freue mich jetzt schon auf morgen, noch dann weitere Stickertütchen zu öffnen, die Sticker dann wieder einzukleben mit euch. Issa Diop von West Ham United. So, West Ham United, Issa Diop, und das ist dann auch der letzte Sticker für heute, Leute. Der letzte Sticker für heute, den wir hier eingeklebt haben ins Panini Football 2020 Stickerheft. Das war die erste Folge von Let's Collect. Ich würde mich riesig über die 500 Däumchen freuen. Vielleicht packen wir es ja. Ich bin jetzt hier raus an dieser Stelle. Haut rein und tschüssi.